Die Oboe. Als Gott die Schmerzen schuf, das Leid, den Kummer und die Einsamkeit, da schuf er gleichfalls nebenbei Fagott, Oboe und Schalmei. Ja, mit all den Dingen hatte nun der Mensch zunächst nicht viel zu tun, bis dass er in den Apfel biss und Gott ihn aus der Bude schmiss. Und das warf Gott ihm hinterher, den Tod und den Geschlechtsverkehr, die Pest, Corona und die Laus und auch die Oboe schmiss er raus. Es nahm das Ding der Mensch und fluchte, weil er das Mundstück dafür suchte. Doch Gott blieb hart und er beließ es im Besenschrank des Paradieses. Dies ist, warum der Mensch am Ende, so sehr er sich auch müht und plagt, dies paradiesisch Instrumente nie ganz beherrscht und ständig klagt. Das tönt nicht recht. Auf dem dummen Rohre taugt die wonnige Weise mir nix. Das Instrument hat Gott erdacht. Das Mundstück hat der Mensch gemacht. Thank you.